Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Coach und so weiter. Und heute haben wir mal wieder eine schöne Mail rund um Dating, Beziehung und Liebe. Ich habe gerade so ein Sommer-Special, 3 Sessions bei mir vergünstigt. Packe ich nochmal drunter. Und der Glaubenssätze-Kurs kommt bald raus, den gibt es auch schon zum Frühbucherpreis. Genau, und dann bei Soulmatching, ganz wichtig, das wollte ich noch sagen, wenn ihr da die App mit allen Funktionen umsonst testen wollt, dann meldet euch noch an für ein Newsletter bei der Dating-App auf soulmatching.de, dann könnt ihr da noch mitmachen. Einmalige Chance im Leben. So, wir haben eine Nachricht von Ricardo. Hi Christian, erstmal, ich bin Ricardo, 35 Jahre männlich und via YouTube auf dich aufmerksam geworden. Deine sehr entspannte, logische Art, Situationen zu beurteilen, hat mir sehr imponiert. Deshalb wende ich dich mit meiner Lebensmisere an dich. Ich habe vor einem Jahr eine Frau kennengelernt, ein paar Jahre jünger. Nennen wir sie Arashnovkola, und über eine Dating-App kennengelernt. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Nach 6 Wochen des Treffens sind wir sogar zusammen in den Urlaub nach Feuerland geflogen. Die Zeit war sehr entspannt und harmonisch. Danach lief alles fast wie in einer Beziehung. Ich habe beinahe jedes Wochenende bei ihr übernachtet. Wir haben viel unternommen und hatten tollen Sex. Nur habe ich mich nie hundertprozentig emotional hingegeben und öffnen können, und zwar aus einem Grund. Ich bin seit 8 Jahren mit meiner damaligen, ich habe mir so eine neue Familie im Haus, hier ist gerade eine Lärmkulisse, ich hoffe, das beruhigt sich, ey. Oh mein Gott, ey. Egal. Also ich habe seit fast 10 Jahren mit meiner damaligen Ex-Freundin, nennen wir sie Katalewska, befreundet. Nur ist das keine normale Freundschaft, weil wir wirklich alles bis dato miteinander unternommen haben. Essen gehen, kochen, verreisen. Jetzt wirst du wohl fragen, was lief da sexuell? Vor ein paar Jahren gab es eine Phase von circa 6 Monaten, wo wir Sex hatten. Für sie fühlte es sich damals an wie eine unausgesprochene Beziehung, für mich nicht. Ja gut, heute bist du bestimmt schlauer, man soll das natürlich alles klären und ansprechen. Ist immer tendenziell toxisch, wenn Beziehungen so keinen Rahmen haben und keiner weiß, was da jetzt passiert. Und ist ja vielleicht heutzutage üblicher, aber ja, empfehlen kann man das nicht. Nach einigen Gesprächen mit ihr, vor kurzer Zeit hat sie herausgestellt, dass sie die ganze Zeit noch starke Gefühle für mich hat. Und dass sie halt nicht weiß, ob unsere Freundschaft weiter bestehen wird, wenn ich eine andere Freundin hätte. Also ihr kennt euch seit x Jahren und hattet die allermeiste Zeit keinen Sex. Gut, das kommt vor. Und jetzt, wo du jemand anders feststellst, fällt dir auf, dass sie doch Gefühle für dich hat. Okay, also naja, gut. Aus Angst, diese langjährige Verbindung aufzugeben, habe ich mich in gewissen Momenten, wo klar werden sollte, ob ich mit Arashkonov, also mit der Neuen, was aufbauen möchte, sehr zurückhaltend gezeigt. Beide hängen sehr an mir. Bei meiner alten Freundin kommen noch ein paar, ja gut, Lebensthemen haben wir alle. Ihr fällt es schwer, neuen Menschen anzuvertrauen, was sie aber damals getan hat. Es fällt ihr auch schwer, loszulassen. Ich stehe jetzt einfach in einem sehr heftigen Konflikt mit mir selber. Entscheide ich mich zwischen dem Vertrauten oder gehe ich das Risiko mit einer neuen Frau ein? Ich hätte noch viel mehr schreiben können, aber es wird den Rahmen sprengen. Ich freue mich über eine Einschätzung von dir. Ja, gut. Also, ich würde immer auf das Neue setzen. Also, ich halte immer nicht viel davon, so alte Sachen irgendwie so durchzuschleppen. Und so, jetzt fällt euch beiden nach x Jahren auf, oh, wir haben gar keinen Sex. Ich meine, für mich habt ihr dann keine richtige Beziehung. Also, es macht eine sehr enge Freundschaft sein, aber einer sehr engen Freundschaft nimmt man sich nicht das Recht, irgendwie sexuelle Beziehungen zu jemand anders zu haben, so, und gut. Liegt aber ein bisschen daran, dass ihr das nie so richtig abgesprochen habt, weil sonst
empfehle ich ja immer, hättest du halt sagen können, habe ich keinen Bock drauf, so ein scheiß Freundschaftsscheiß irgendwie ohne Sex. Und oder hättest gleich sagen können, ja, wir können eine Freundschaft haben, aber dann werde ich jemand anders kennenlernen. Das ist jetzt so ein bisschen halt, was passiert, wenn man das alles so laufen lässt. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, wenn ihr euch so dran gewöhnt habt, keinen Sex zu haben, ja, sie hat Gefühle für dich, ja, ich habe auch Gefühle für meinen Hund oder für meinen Wellensittich oder für einen Kumpel oder für eine Kumpeline. Natürlich habt ihr Gefühle, aber das heißt ja nicht, dass man sich verbietet, mit jemand anders eine sexuelle Beziehung aufzubauen. Ne? Und nach den ganzen Jahren, wo ihr keine sexuelle Beziehung hattet, würde ich mal meinen, das wird sich jetzt nicht einfach so herstellen lassen. So, ne? Und das wiederum wird heißen, warum sollst du auf Sex verzichten, nur weil deine, weiß nicht, weil ihr nicht miteinander schlafen wollt oder sie nicht mit dir oder ich weiß es nicht. Also das würde ich mir ja nicht verbieten lassen, sage ich mal so. Wenn du meinst, das müsste noch geklärt werden mit der Alten, dann würde ich sagen, okay, lass uns hier 2 Monate nehmen und wir leben setzen noch 2 Monate Zeit und wir leben volles Pfund hier eine Beziehung mit Tag und Nacht Sex und wir gehen jetzt Vollgas in richtige Beziehung. Dann soll sie dir das zeigen, dass das geht, oder sollt ihr euch beide das zeigen, dass es geht. Und ja, so würde ich das dann angehen. Und wenn das, was ja wahrscheinlich nicht passieren wird, oder wenn du das nicht machen wollt, dann würde ich sagen, ja, sorry, ich lasse mich nicht aufhalten auf meinem Lebensweg. So, ne? Also ich bin mittlerweile, was ich so erlebt habe in meinem Leben, weiß ich nicht. Ich hätte da keine Lust mehr, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen, die auf einen selber wahrscheinlich auch keine Rücksicht nehmen würden. Ich kenne die jetzt nicht, aber was ist denn, wenn sie jemanden kennenlernt und verliebt sich, wird sie dann Rücksicht nehmen auf dich? Aber gut, ich meine, steht natürlich eben frei. Also, wenn das jetzt sowas für dich sowas ganz Besonderes ist, aber ich weiß nicht, ich habe sowas oft gemacht, so aus Gutmenschentum Rücksicht nehmen und ist eigentlich immer nur Müll bei rausgekommen und ja, weiß ich nicht. Und Dinge verändern sich und ich weiß nicht. Also für mich ist das so eine halbe Sache und halbe Sachen finde ich nie gut. Ne? Also entweder sie steht jetzt so voll auf dich, dann soll sie irgendwie, soll sie gefälligst über dich herfallen. So, ne? Jetzt mal so ein bisschen kurz gesagt. Oder sie hat halt eine Freundschaft mit dir, dann steht es ihr nicht zu, dir zu verbieten, eine Freundin zu haben, also eine sexuelle. Und diese Mischung davon, ja, das mag ja sein, dass sie das möchte, aber was möchtest du? Ne? Aber aus Angst, irgendwas zu verlieren, irgendwas Neues nicht zu machen, halte ich in den heutigen Zeiten für nicht mehr keinen guten Rat. So, aber ich weiß nicht, muss letztlich du wissen. Ich meine, ich bin Psychologe, ich bin schon per Beruf natürlich immer dafür, neue Sachen auszuprobieren, Risiken einzugehen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und ich weiß nicht. Also das sind immer so Sachen, finde ich persönlich, aber wenn das jetzt mein Leben wäre, dann wüsste ich schon, wie das läuft. Dann würde ich sagen, ja gut, dann bleiben wir eben befreundet. Und 6 Monate später hat sie einen Freund und scheißt natürlich komplett drauf. Und natürlich haben die eine sexuelle Beziehung. Und naja, aber gut, vielleicht ist es bei dir anders. Und aber wie gesagt, entweder hü oder hot. Ne? Ich würde diesen Zwischenweg würde ich nicht akzeptieren. Und das ist natürlich auch die Frage, für wen hast du mehr Gefühle. Ja, klar, das ist natürlich längere Basis mit der anderen Frau, das ist mir schon klar. Aber wenn das, ja, ich meine, wofür hat die Biologie uns Beziehungen gegeben? Damit wir uns fortpflanzen. So, und wie pflanzen wir uns fort mit Sex? Also, ich meine, das hat alles einen Sinn, warum wir daten. Und deswegen, natürlich sollen wir Freunde haben. Ist großartig, wenn man Freunde hat. Aber es wird schon noch schwierig genug werden, wenn sie nichts sagen würde, deine alte Freundin. Also es wäre bestimmt nicht leicht für die neue. Aber wenn sie auch noch aktiv gegen Anna agiert, also ich, wie gesagt, ich witter da jetzt nichts Böses oder so, ist einfach ihr Interesse. Aber ja, letztlich bestimmst du deine Lebensshow, ne? Genau wie diese anderen Frauen ihre Lebensshow bestimmen und du musst dich da nicht unterordnen. Ne? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.
Thank you.